Mädchen. Wir kriegen einen Twitter? Die Männerherzen schlagen wieder höher. Nach dem Sensationserfolg des Kinoüberraschungshits von 2009 zieht Autor und Regisseur Simon Verhoeven erneut alle Regieregister, wenn es um die Offenlegung männlicher Identitätskrisen geht. Ich könnte es mir einfach machen und einfach nur sagen, Helena, ich liebe dich. Aber ich kenne dich noch gar nicht gut genug, um dich zu lieben. Deswegen sage ich lieber, ich würde es lieben, dich zu kennen. Und keiner macht das dieses Jahr unterhaltsamer als Simon Verhoeven mit seinem erstklassigen Star-Ensemble. Und wenn wir zusammenziehen, dann spart uns das eine Miete. Ich habe das mal zusammengerechnet. Hast du schon eine Website? Das hat mit diesem Internet zu tun, richtig? Ich glaube nicht, dass sich das auf die Dauer durchsetzt. Ich habe insgeheim davon geträumt. Also ich habe beim Drehbuchschreiben des ersten natürlich schon mir Notizen gemacht, wie könnte es weitergehen. Die große Kunst seiner Inszenierung, man lacht mit den Figuren und selten über sie, wenn sie sich wieder mal liebevoll um Kopf und Kragen agieren. Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe ist humorvoll witzig und dennoch überraschend einfühlsam. Beiß sie zärtlich in das Ohrläppchen. Beißen. Selten haben sich humorvolle Mannsbilder so erfolgreich und sympathisch vor einem Millionenpublikum zum Narren gemacht. Susanne, mir tut das so leid. Wir freuen uns schon jetzt auf einen dritten Teil. Der Bambi in der Kategorie Film National für Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe. Ja, erstmal vielen Dank für diese tollen Worte. Ich bin echt ganz rot wahrscheinlich schon im Gesicht jetzt. Das ist eine Riesenehre, eine große Anerkennung für uns. Wir nehmen diese schönen, schönen Tiere entgegen im Namen des gesamten Ensembles bis hin zur kleinsten Nebenrolle. Da hat jeder wirklich diesen Bambi mitverdient. Im Namen des gesamten Teams, im Namen der Produktionsfirma Wiedemann und Berg, Max und Quirin, vielen Dank. Warner Brothers, all den Männerherzen und Frauenherzen, die so viel Kraft und so viel Liebe und so viel Leidenschaft und so viel Sorgfalt in diesen Film gesteckt haben für die letzten 2 Jahre, die jetzt nicht hier auf der Bühne sind, das ist auch ihr Bambi. Wir sind sehr froh, dass wir Teil dazu beitragen konnten, dass die deutsche Komödie weiterhin so eine Wertschätzung erfährt, dass man auch die Arbeit, die hinter einer Komödie steht, das Handwerk, schätzt und ernst nimmt und dafür sogar Preise bekommt. Das war nicht immer selbstverständlich. Vielen Dank für diesen Abend. Wir überlassen die Bühne jetzt einer Frau, die uns alle in den letzten Wochen